Frau Hoffmann. Frau Michaelsen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um ein Spiel zu spielen. In dem es worum geht? Um die Wahrheit. Dieses Spiel spielen wir nicht zu zweit. Sondern? Zu dritt. Wir spielen mit Paulina Rosinski. Also rechtzeitig, ja, ne? Ja, was toll. Vor uns liegen zwei Umschläge. In einem befindet sich eine Geschichte, die stimmt. In dem anderen eine fette Lüge. Wir wissen nicht, in welchem Umschlag welche ist. Wir ziehen gleich reihum einen Umschlag und präsentieren unsere Geschichte. Die jeweils anderen beiden müssen dann erraten und durch findige Fragestellungen herausfinden, ob diese Geschichte wohl wahr oder gelogen ist. Hier kommt meine Geschichte. Ich war nämlich auf dem Weg zu meinem Versicherungs-Heini, wie ich ihn nennen würde, um eine Vollkaskoversicherung abzuschließen für mein Auto. Und zwar mit einem Carsharing-Auto und da habe ich einen Wagen gerammt. War leider sein Auto. War ein bisschen doof. Also ich hatte mein Kind dabei. Das Kind ist super cool. Sieben. Und wie alt war's damals da? Fünf. Und es sagte, okay, Mama, wir müssen einen Zettel in das Auto legen, weil wir haben da. Und habe ich gesagt, ja, aber man sieht ja gar nichts. Ich lege da gleich einen Zettel rein. Und dann habe ich alibimäßig irgendwas auf den Zettel geschrieben. Und sie hat auch noch was draufgeschrieben, ganz süß. Entschuldigung hat sie draufgeschrieben. Und dann habe ich den Zettel am Auto vorbei in der Hosentasche. Aber konnte sie mit fünf schon Entschuldigung schreiben? Ja, konnte sie. Im Kindergarten lernen die ja schon schreiben. Mhm. Mhm. Aber ich habe das Auto nicht kaputt gemacht. Man hat überhaupt nichts gesehen, außer so ein kleines bisschen schwarz an dieser Radkante. Okay, du fährst so gut Auto, dass du niemals gegen eine andere Karre gegenfahren würdest. Das ist ja Quatsch. Ist ja nicht gefahren, ist ja geparkt. Okay, und was ist dann passiert? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich wusste ja auch nicht, dass es sein Auto ist, bis wir hinterher gemeinsam aus dem Büro rausgegangen sind und er diese Karre angesteuert hat. Und dann war es auch ein bisschen... Kann man ja jetzt auch nicht mehr. Hat ja auch nichts gesehen. Es und hast du dann gesagt, das ist, sorry, das habe ich gemacht? Nein. Oder hast du den Zettel geschrieben? Man sieht ja auch nicht. Nee, ich habe den Zettel ja gar nicht rangemacht. Ich habe diesen Zettel geschrieben. Mein Kind hat sorry drauf geschrieben. Ich habe gesagt, die machen wir jetzt an die Windschutzscheibe und habe den zusammengefaltet. Sorry oder Entschuldigung? Ja. Hab den da geschrieben. Es hat sich entschuldigt, es hat sorry geschrieben. Es war fünf, nicht? Zusammengefaltet, an die Windschutzscheibe, da wo man das unter das Wischerblatt macht, quasi so hin, gesagt, da machen wir den jetzt hin. Und dann haben wir in meine Hosentasche gesteckt und dann sind wir gegangen. Da hängt kein Zettel, zu keinem Zeitpunkt. Und dann kamen wir wieder raus und erst dann habe ich gesehen, dass der Typ zu diesem Auto gehört. Wie lange ging dein Termin? Halbe Stunde war ja nicht viel. So schön. Aber warum nimmst du deine Tochter mit zu deinem Versicherungsmakler? Du hast keine Kinder, ne? Du weißt nicht, wie das ist mit der Lebensplanung und so. Kind, Kita, Ende, Schluss, aus, Bums, hinten rein, kurz dahin fahren, iPad in die Hand drücken, wie man halt so unterwegs. Was denkst du, Paulina? Ich glaube, die Geschichte ist erfunden. Glaube ich auch. Okay, wieso glaubt ihr, das ist gelogen? Na, weil du dich so ein bisschen verzettelt hast. Einmal hast du gesagt, dein Kind hat Entschuldigung geschrieben, dann hast du aber gesagt, das hat sorry geschrieben. Ich glaub's dir nicht, weil ich glaube, dass dein schlechtes Gewissen viel größer wäre. In meiner Welt würde Janine Michaelsen heute noch schlecht schlafen, hätte sie das wirklich gemacht. Okay. Nee, stimmt auch nicht. Okay, cool. Also ihr hattet beide recht. Alles klar. Dann würde ich sagen, Paulina. Ich war mit meinen Eltern in Marokko im Urlaub. Und da hat ein Händler meinem Vater 6 Kamele für meine Mutter und mich und meine Schwester geboten. Sehr Unverschämtheit. Und er hat aus Spaß zugesagt, aber dann im gleichen Atemzug lachend erklärt, das sei nur ein Spaß gewesen. Dein Vater oder der Händler? Mein Vater. Dein Vater hat das erklärt, okay. Ja. Das Ganze endete dann aber tatsächlich vor Gericht, weil in Marokko so eine Zusage als rechtskräftig gilt. Naja, und wir drei wären dann um ein Haar für 6 Kamele verhökert worden. Und am Ende mussten sich sogar die deutsche Behörde einschalten, also die deutsche Botschaft. Und ja, das wurde dann noch ein bisschen teuer. Wann wart ihr in Marokko? Das war kurz nach meinem Abi 2005. War das so eine Marktsituation? Also ja, Basar-mäßig? Ja, also mäßig. Es war nicht auf dem Basar, sondern da sind da immer so Kamele und die verhökern halt, die kann man sich mieten für eine Tour und so. Mhm. Und dann meinte der Typ so, 6 Kamele für deine 3 Frauen. Und ich dachte so, yes, of course, haha. Und wir so, am Anfang noch und dann so, bis wir gemerkt haben, der Typ meint es ernst. Wodurch wurde klar, dass der Typ das ernst meint? Du hast es an der Emotionalität gemerkt. Durftet ihr dann da weggehen? Na, wir haben dann einfach die Polizei rufen müssen irgendwie. Und dann ist man so verblieben, dass ihr dem eure Daten dagelassen habt und dann durftet ihr gehen? Und dann hat er euch angezeigt?
Wegen Vertragsbruch. Ja, also andere Länder, andere Sitten und gesprochenes Wort ist dann bei denen halt so. Also die Geschichte klingt für mich sehr gut und logisch, außer 6 Kamele ist für euch 3 viel zu wenig. Ja, aber ich habe mich auch gerade gefragt. Ey, 2 Kamel pro helle, rotblonde Frau. Naja, okay, ihr seid ja eh super special, oder nicht? Also rotblond ja, ist so. Aber ich glaube, so ein Kamel ist wirklich teuer. Ich glaube, so ein Kamel ist wirklich 6 Kamele klingt für mich relativ wenig. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist ja lächerlich, weil 2 pro Nase ist auch ein bisschen wenig. Ja, aber jetzt in Zahlen hier, unsere Leben. Ja gut, aber du hast ja gesagt, andere Länder, andere Sitten. Ja, ja, klar. Okay, ich würde sagen, es stimmt. Ich glaube auch, dass es stimmt, weil es wirklich unfassbar gut geschildert wurde. Es stimmt nicht. Respekt! Krass! Was ist denn da los? Da hättest du dir jetzt aber auch echt 8 Kamele geben können. Wirklich, wirklich. Wie gut kannst du denn lügen? Wirklich gut. Aus. Sehr gut. Nicht einmal rot geworden, die ganze Zeit den Augenkontakt gehalten. Ich hab dafür von mir 3 Kamele. Jetzt ist mir richtig. Ja, 3 Kamele, hoher. Ich hab gerade echt geschwitzt. Ich wurde mal in meiner neuen Wohnung dadurch geweckt, dass ein unbekleideter Mann an meine brandneuen Gardinen urinierte. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so laut gebrüllt habe. Von innen oder von außen? Er lag neben mir im Bett und urinierte gegen die Gardine. Vom Bett aus? Nein, er stand. Und er lag mal vorher neben dir im Bett? Ja, ich schlief, er schlief auch. Ich wachte auch von einem Pipi-Geräusch, weil jemand gegen meine Gardine urinierte. Kanntest du den Typen? Also Vor- und Nachname? Ja, ich kannte Vor- und Zunahme und zu dem Zeitpunkt waren wir am Start. Am Start. War das viel Urin? Ja, es war viel Urin. Das Geile ist, man weiß nicht, ob es dir peinlich ist oder ob du einfach richtig scheiße liegst. Ja, so man ist die ganze Zeit, okay, es ist eh jetzt peinlich. Was war seine Erklärung dafür, dass er das getan hat? Keine Ahnung, weil ich ihn so angeschrien habe, dass ich nicht mehr gehört habe, was er gesagt hat. Was hast du denn geschrien, weißt du das noch? Nee, aber es waren auf jeden Fall fiese Schimpfwörter. Und welche Ikea, Farbe hatte der Urin? Es waren weiße Vorhänge von Ikea, diese ganz fiesen. Das Urin war gelb, weil das siehst du ja, weil weiß. Okay. Ja. Boden aufgewischt? Natürlich Boden aufgewischt. Womit? Mann, nicht mit dem Swiffer, mit so einem großen Lappen. Und den Lappen habe ich auch gleich im Müll geworfen. Okay. Was denkst du? Die Geschichte könnte wahr sein, weil du immer so peinlich berührt warst jetzt beim Erzählen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie nicht stimmt, weil sie ineinander nicht so schlüssig war. Okay, also ich glaube es nicht, weil ich bin bei Paulina. Das peinlich Berührte habe ich auch eher interpretiert als ein bisschen verrannt in so einer Geschichte, wo man Angst hat, dass man jetzt was sagt, womit man sich selber widerspricht. Deswegen sage ich jetzt mal, ich glaube es nicht. Die Geschichte stimmt. Wirklich? Oh mein Gott. Oh Gott, du Arm. Die stimmt? Ja, die Liebe stimmt. Grüße. Wie heißt der junge Mann? Vor uns. Oh, sagen wir jetzt nicht. Schöne Grüße. Habt ihr noch Kontakt? Nein, Mann. Was hat er erklärt hinterher? Dass er, weiß ich nicht, er hatte so einen Blackout, er wusste nicht, es war ihm alles und er ist mega verknallt in mich und ich war nur so, nein, oh Gott, geh weg. Aber also weil für mich war er immer nur, wenn meine beste Freundin den in Hamburg irgendwo sieht, dann ist sie immer nur, guck mal, der Pinkler, der hat es gar keinen. Gemein. Ist doch voll gemein, jeder von uns muss pinkeln. Hast du schon mal bei jemandem gegen die Gardine aber wenn gepinkelt? Er doch einen Blackout also mit einer Urinella, ja. Nein, also es geht ja schon lange nicht. Ja, tut uns leid. Okay. Aber es ist auch sehr lange her. Okay, lass uns kurz festhalten. Naja, also wenn man die Wahrheit gesagt hat und alle denken, dass man lügt, ist man trotzdem ein Loser, oder? Ja. Okay, also. Wenn man aber dann so gut gelogen hat, dass alle denken. Wenn man so gut gelogen hat, dass alle denken, dass man die Wahrheit gesagt hat, dann ist man ein Winner. Und das heißt, Paulina gewinnt. Wieso habe ich nicht gewonnen? Weil der Ponyhof und beim Ponyhof ist es so. Wir haben unsere eigenen Regeln. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bis zum nächsten Mal.